Im Frühjahr ist in Gemüsegärtnereien immer viel los. Eine neue Anbausaison beginnt. Die Gartenkoop setzt ein erfolgreiches Modell solidarischer Landwirtschaft um. Rund 300 Mitglieder teilen sich die Verantwortung für diesen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Freiburg. Sie tragen gemeinsam die Kosten des Gemüseanbaus und arbeiten regelmäßig mit. Die gesamte Ernte, ob gut oder schlecht, wird auf alle Mitglieder verteilt. Ein ökologischer und saisonaler Anbau, kurze Wege und Partizipation sind nur einige der vielen Merkmale des Projekts. Der Anbau ausschließlich samenfester Sorten ist der Kooperative ein besonderes Anliegen. Das Saatgut für ihren beliebten Überwinterungsblumenkohl wird kaum mehr nachgebaut. Also ich glaube, wenn du eher zweifelst, würde ich sie eher rauslassen. Die Pflanzen auf ihren Äckern gehören vermutlich zu den letzten existierenden Pflanzen dieser Sorte. Es beginnt eine Initiative, um den Blumenkohl Wainfleet zu retten. Wir stehen hier im Wainfleet-Bestand. Das ganze Beet ist Wainfleet, das ist der Überwinterungsblumenkohl. Und wir sind gerade in der Selektion. Das heißt, wir gucken uns die Pflanzen an, gucken uns den Bestand an und schauen, welche Pflanzen schön gewachsen sind. Gucken die nach verschiedenen Kriterien an, ob sie gedrungen, ob sie geschossen sind, ob sie die Blätter eng sind, ob sie ja, eher locker sind. Und suchen uns die schönsten Pflanzen aus. Die werden dann markiert und dann werden die zur Blüte gebracht und da wird das Saatgut von genommen. Wainfleet habe ich kennengelernt bei der Demeter-Gärtnerei Piloveri vor vielen Jahren, wo ich in den Jahren vor der Gartenkoop war. Und uns schien das ein wunderschöner, toller, samenfester Überwinterungsblumenkohl. Wüchsig, robust, toll im Geschmack und so weiter. Wir haben den jetzt die ganzen Jahre lang angebaut. Das ist eine sehr stabile Nummer hier im Programm. Das ist halt eine Kultur, die auch zu einem sehr günstigen Zeitpunkt kommt im Frühjahr, wo der Keller sich leert, wo die ersten Kulturen noch nicht so richtig auf dem Weg sind. Beim Blumenkohl im Speziellen ist es so, dass es ganz wenige samenfeste Sorten nur noch gibt. Und da sind ganz viele Züchter intensiv am Suchen gerade. Und zumindest hier für die Gegend gibt es für einige Leute mittlerweile, glaube ich, den hier jetzt schon als eine Lösung fürs Frühjahr. Und ja, es ist halt eine samenfeste Sorte, die irgendwie zumindest im Moment noch auf dem Acker existiert. Und dann müssen wir einfach gucken, dass die weiter existiert und vielleicht für die Region und noch für mehr Leute attraktiv wird. Und da muss man einfach gerade beim Blumenkohl im Speziellen, im Moment um jede Sorte, die noch irgendwo samenfest wächst und einigermaßen ertragreich ist, an denen muss man einfach festhalten. Es hört sich vielleicht verrückt an, aber die werden teilweise wirklich im Sommer noch ausgesät, dann zum Herbst hin gepflanzt und wachsen halt über den Winter schon mal los, in den Herbst hinein und dann sind halt so frostresistent. Manche, also der Wainfleet hält wohl unter Doppelvlies oder Vlies Fröste von minus 15 Grad aus. Das heißt, die sind auch wirklich, also der geht man nicht so schnell kaputt bei einem Frost. Dass die dann natürlich in so einem Moment dann nicht mehr weiter wachsen, aber einfach stehen bleiben. Sind dann aber, sobald die ersten warmen Tage kommen, schon gut verwurzelt, schon eigentlich eine Pflanze, die weiter wachsen kann und haben dementsprechend einen Vorsprung vor den Sachen, die man dann im Frühjahr pflanzt. Und das sind dann so die Sachen, die man dann im Frühjahr oft als erstes ernten kann. Das ist beim Blumenkohlen ja nicht ganz so krass, ne? Ich meine, ich kann auch eine Viererkiste haben. Es gab es früher mehr als heute, könnte man sagen, weil heutzutage gibt es ja doch relativ gut funktionierende, sag ich mal, Methoden, um Sachen relativ früh anzubauen, also sowohl mit Voranzucht in beheizten Thermohäusern, als auch mit Verfrühung durch Vlies etc. Es ist auch der Transport von Sachen nach Italien, nach Deutschland oder so wesentlich günstiger geworden und einfacher, was auch dann manchmal so einen frühen Anbau teilweise unattraktiver wirtschaftlich gemacht hat für die Leute. Deswegen ist erstmal sowas wie ein Winterblumenkohl eigentlich was aus alten Zeiten. Bleib halt nicht hier.
Und ich hatte noch keine erste Saison wirklich angefangen. Da habe ich eine E-Mail gekriegt von der Gartenkoop, die mich dann angesprochen hat. Sie haben da einen Blumenkohl und sie haben ihn mal selber vermehrt. Und das ist ihnen aber vielleicht zu viel Arbeit. Und ob wir das nicht machen könnten. Ich habe jetzt erstmal gar nicht geguckt, habe ich die Kapazitäten dafür oder nicht. Und habe sofort gesagt, ja, weil das klang spannend. Und es klang auch ein bisschen dramatisch, weil eigentlich überhaupt nicht klar war, gibt es da irgendwo anders noch Saatgut oder Pflanzen, steht der noch irgendwo? Ja, und dann habe ich einfach mal zugesagt und die Wochen drauf dann erstmal geschaut, wie können wir das denn umsetzen. De facto habe ich dann einfach, bin ich bei der Gartenkoop auf den Acker und habe mir da 60 oder 70 schöne Pflanzen ausgesucht und die umgepflanzt zu mir auf den Acker, um davon erstmal Saatgut zu nehmen. Ach so, warte mal. Ja, wir sind hier auf dem Naturgut Hörnle, wo die Erhaltungs- und Vermehrungsflächen von Prospecia rara jetzt angesiedelt sind. Und hier haben wir den Wellenfleet, den wir bei der Gartenkoop ausgegraben haben, eingepflanzt. Und jetzt heute haben wir hier mit diesen Bögen wie einen kleinen Tunnel drüber gebaut und ein Netz drüber gezogen, um den zu isolieren. Und zwar isolieren deshalb, weil Kohl sind Fremdbefruchter und die können sich alle verkreuzen. Und dann kommen da irgendwelche ganz wilden Formen raus, also Rosenkohl, Brokkoli. Der Kopfkohl, der normale Grünkohl, Wirsing, Blumenkohl, die können sich alle verkreuzen. Deswegen besser isolieren. Warst du da auch mal? Ein großer Teil der heute gewerblich angebauten Pflanzensorten sind sogenannte Hybridzüchtungen. Bei diesen werden durch kontrollierte Kreuzung zweier unterschiedlicher Elternlinien besonders erwünschte Eigenschaften hervorgehoben, wie etwa gleichförmiges Aussehen und hoher Ertrag. Im Gegensatz dazu bauen die Gärtner und Gärtnerinnen der Kooperative ausschließlich samenfeste Sorten an. Diese haben im Wesentlichen dieselben Eigenschaften wie ihre Elternpflanzen. Sie können natürlich vermehrt und erhalten werden. Hier kann man gut sehen, wo die Blätter noch waren, wo es noch schön weiß ist. Und hier war es schon offen, schon seit ein paar Tagen. Deswegen ist es dort gelb geworden. Sieht recht ästhetisch aus, finde ich. Und man kann ja alles noch sehr gut essen. Wäre das jetzt ein Blumenkohl, den du so im Supermarkt nicht finden würdest? Nö. Der würde wahrscheinlich auch beim Großhandel gar nicht erst genommen werden. Aber ich habe noch keinen Farbunterschied rausgeschmeckt. Wie schon gesagt, ich weiß nicht genau, wie viele Hybridzüchtungen es gibt. Und in den Erwerbsgärtnereien wird oft Hybrid angebaut, also wenig samenfest. Und wenn du dir die Pflanzen auch so anguckst, die Köpfe, die sind alle total heterogen. Und durch diese Vielfalt, ja sozusagen, ich nenne es mal positiv Vielfalt, sind sie halt unattraktiv für den Großhandel. Und viele Erwerbsgärtnereien liefern normal oder produzieren für den Großhandel. Natürlich ist es auch aufwendiger, noch eine Kultur durch den Winter zu bringen. Du musst sie abdecken, du musst sie pflegen, du musst sie hacken. Sie ist anfällig für Schädlinge. Davon sind wir auch nicht verschont geblieben. Und vielleicht lohnt sich das dann für viele einfach nicht, wenn der Großhandel sie nicht abnimmt. Ja, und wir sind sehr zufrieden mit dieser Ernte. Das sind ziemlich große Köpfe. Wir haben letzte Woche schon ungefähr 100 Köpfe rausgeerntet. Ja, und das ist gerade voll die schöne Ergänzung zu dem ganzen Blattgemüse, was wir haben.
zu den Sachen, die noch aus dem Lager da sind. Da haben wir noch so die letzten Möhren und Kartoffeln. Und dann so was Frisches ist natürlich voll schön. Aber wir rechnen schon damit, dass so jede Mitgliedschaft so 2 Köpfe bekommt. Das ist cool. Ja, die Gartenkorb ist eine solidarische Landwirtschaft und auch genau danach habe ich gesucht oder deswegen bin ich hergekommen. Ja, ich finde das Prinzip von der solidarischen Landwirtschaft einfach total spannend, dass es so einen großen Mitgliederkreis gibt, der das Projekt unterstützt, der Verantwortung übernimmt. Es ist diese Schnittstelle zwischen Stadt und Land. Die Menschen kommen wieder viel mehr in Kontakt zu Gemüse und wissen, wo es herkommt. Finanzieren dadurch natürlich den Anbau oder finanzieren den Anbau durch ihren monatlichen Beitrag und gewährleisten uns dadurch auch einen Arbeitsplatz. Und das ist irgendwie beidseitig so eine Win-Win-Situation. Ich finde, hier geht es erstaunlich gut, wenn man sich halt loslöst von diesem, der Blumenkohl muss immer gleich aussehen, er muss immer die gleiche Form haben, er muss immer weiß sein, er muss immer die gleiche Größe haben. Wenn man sich davon loslöst, gibt es so eine riesige Vielfalt an Gemüse. Alles ist essbar, alles schmeckt richtig gut, es schmeckt meistens sogar besser. Man braucht vielleicht ein bisschen länger Zeit, weil eben beim Blumenkohl zum Beispiel nicht alle gleichzeitig fertig sind. Das heißt, man muss mehrmals in die Ernte gehen. Aber wenn nicht hier, wo dann? So. Also hier sind wir losgelöst von diesen ganzen Marktstrukturen und kapitalistischen Gedanken. Also sollten wir es hier auf jeden Fall probieren. Dadurch, dass die Mitglieder auf den Acker kommen und das Gemüse sehen und sehen, dass eine Gurke eben krumm ist, auch mal, oder eine Möhre mehrere Beine hat und der Blumenkohl nicht immer strahlend weiß ist, sondern auch mal ein bisschen gelb oder ein bisschen lila oder so. Und sie es aber selber ernten und noch nachher selber essen, ist also ein ganz anderer Bezug dazu. Das Gemüse muss nicht der Norm entsprechen. Und dadurch, dass wir nicht in der Stunde so und so viel Ertrag schaffen müssen, um überhaupt überleben zu können auf dem Markt, und können von daher einfach die Kulturen viel näher begleiten, betrachten, können da mehr Zeit rein investieren, auch mal alte Sorten, die vielleicht nicht so ertragreich sind, ausprobieren und gucken, ob sie für den Standort passt, ob sie für uns passt, und sonst auch wieder rausschmeißen oder neue Sorten probieren. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch eine Frage der kommerziellen Perspektive eines solchen Kohls, ob das jetzt dann weiter gezüchtet wird oder nicht. Ich vermute, dass es nicht möglich war, über die Zeit auch da ein ausreichend überzeugendes Resultat hinzubekommen, also dass er nicht einheitlich genug wurde oder vielleicht ja, manchen Kriterien auch für die Kommerzialisierung die folgende nicht entsprochen hat. Und dafür ist natürlich dann alternative und Solawi-Landwirtschaft immer noch ein Türchen, wo möglicherweise sowas weiter passieren kann. Und dass dann vielleicht auch nicht nur das kommerzielle Kriterium im Fokus steht, sondern dass es möglich ist, eine Vermehrung zu betreiben, auch von Sorten, die uns interessant scheinen für unseren Zweck. Und das ist eben genau bei dem Vanfleet ein Punkt, dass er ja, am richtigen Zeitpunkt kommt, einen hervorragenden Geschmack hat, für Solawi eigentlich sehr gut geeignet ist und aber das vielleicht nicht in den Supermarkt schaffen würde wie andere Köhler. Am Anfang hatte ich nur Fliegen hier drinne und habe dann auf den Rat von Fachleuten noch Hummeln ein Volk hier reingemacht. Und die sieht man jetzt, die sind überall ganz fleißig am Bestäuben, was dann hoffentlich zu noch mehr Saatgut führt. Hier sieht man jetzt die ersten Schoten, die quasi auch wahrscheinlich erfolgreich bestäubt wurden. Dann müssen die sich noch ordentlich füllen, also die Körner da drin wachsen. Und dann abreifen und dann kann man das dreschen.
Wir sind in der Gärtnerei Piluveri im Markgräflerland. Das ist ganz im Süden von Deutschland zwischen Freiburg und Basel dann schon gelegen. Und genau, wir sind eine Gärtnerei, die jetzt keine solidarische Landwirtschaft ist, aber eine Demeter-reine Gemüsegärtnerei. Und wir sind auch darum bemüht, möglichst samenfeste Sorten zu unterstützen oder auch eben zu züchten und zu vermehren. Ein bisschen mehr. Alle Sorten irgendwann vor nicht allzu langer Zeit samenfest waren. Es ist nichts Besonderes, es ist nichts Neues, es ist die natürliche Form. Und wir haben hier Sorten, die aus einer jahrtausendelangen Auslese zu uns gekommen sind. Das heißt, es kommt hier ein unglaublich altes Kulturgut auf uns. Vielleicht, weiß ich nicht, aber das älteste, was wir eigentlich haben. Und eine unglaubliche Vielfalt an Sorten, an Möglichkeiten, an Variationen, da eben jeder Bauernhof, jede Gegend anders selektiert hat, auf andere Bedingungen selektiert hat. Da kam natürlich nicht nur das ertragsstärkste, schönste Gemüse raus, aber es kam Gemüse raus, was sehr vielfältig ist und die Leute immerhin über die letzten Jahrtausende ernährt hat. Wenn jetzt diese Sorten aussterben und wir Großkonzernen, die ganz anders aufgestellt sind, auch weil sie marktwirtschaftlich operieren, anders aufgestellt sein müssen. Das heißt, mit einer relativ schmalen Bandbreite an Sorten einen sehr großen Markt bedienen müssen, durch die Konkurrenz untereinander, es geht immer um den Preis, dann haben wir eine wahnsinnige Sortenverarmung und dieses Potenzial aus diesen Sorten, wenn sie nicht mehr sind, rauszuzüchten, ist verloren, unwiederbringlich verloren. Wie fühlt sich das an? Ja, das Thema begleitet mich jetzt eigentlich schon viele, viele Jahre durchs Gärtnern durch. Die Veränderung auf dem Saatgutmarkt hin Richtung Großproduktion, Richtung Hybridproduktion, Richtung ja, immer größeren Maßstäben. Und da haben wir leider oft diese Situation. Also öfters mal Sorten entdeckt, wo wir dachten, ach, die wäre vielleicht toll. Und dann war sie doch nicht zu haben oder niemand hat sich drum gekümmert. Und das ist dramatisch. Und dann kommen wir zum Pikieren. Wie gesagt, die Erde wird sehr feucht verarbeitet zum Pikieren, damit ich eben die Pflanze möglichst unbeschädigt, ohne dass sie knickt, in die Erde reinbekomme und einen guten Bodenschluss kriege. Ich drücke, mache hier ein Loch, lege sie dann vorsichtig im Bogen rein und drücke sie von der Seite aus zu, damit eben nicht das passiert, dass ich dann den Stängel im Boden knicke. Das machen die Pflanzen eigentlich ganz prima mit. Die sind in diesem Stadium sehr wuchsfreudig. Ab und zu sortiere ich dann hier auch schon mal eine aus, die mir nicht gefällt. Und sobald hier einfach ein Stückchen Wurzel noch dran ist, kann man die verwenden und wachsen innerhalb von kürzester Zeit dann auch los. Genau. Ab jetzt in ungefähr, das ist im Hochsommer, in ungefähr 3 Wochen ist er dann auch pflanzfertig schon, der Kohl. Überwinterungsblumenkohl anbauen bedeutet, wir pflanzen ihn im Herbst, ernten aber erst im Frühjahr, haben ein riesiges Anbaurisiko und das will der moderne Großanbau heute nicht mehr tragen. Da sagt man dann lieber, man kauft den Blumenkohl aus einem Land ein, das eben Saison hat, wenn wir keine haben. Ist aber eine traditionelle Vorgehensweise, wie hier lange Zeit Blumenkohl angebaut wurde, damit wir sehr früh im Frühjahr schon Blumenkohl essen können. Und von daher auch ein Stück Kulturgut, ein Stück Tradition, was ich toll fände, es geht nicht vollständig verloren. Wenigstens für die Menschen, die das schätzen und die das bewusster erleben wollen auch, den ersten Blumenkohl im Frühjahr.
Es war noch vor 50 Jahren in Deutschland als Kohlland, sind viele andere auch, aber hier war, hat man viel mehr unterschiedliche, da wir gerade beim Kohl sind, unterschiedliche Kohlsorten gegessen. Der ganze Winter bestand aus Kohlessen. Da hatte man wahnsinnig viele Variationen. Also ganz viele Bauerngärten, alle haben das getan. Das heißt, dass der Genpool, wie man jetzt heute sagen würde, war riesig und verschwindet. Und das ist dramatisch. Also, es ist schon ein paar Jahre her, da kam die Sorte zu uns gepurzelt. Und wir haben dann immer so ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt, was das Saatgut angeht. Es gab interessierte Solavis, die gerne jedes Jahr wieder ihren Wainfleet angebaut hätten. Und das hat dann auch immer so irgendwie hingehauen mit den letzten Resten vom Saatgut. Wurden verschiedene Bestände noch aufgebraucht, die man anzapfen konnte. Und es hat sich aber leider nie so jemand mit dem nötigen Know-how und den finanziellen Mitteln gefunden, da daher finanziell aufwendig, nicht weil man viel Gerätschaften braucht, sondern weil man viel Arbeitszeit da reinstecken muss. Und hat sich bisher nichts getan, dass man ihn wirklich in ausreichender Menge so vermehrt bekommen hat, dass wir von dieser Mangelsituation wegkommen. Im gewerblichen Rahmen ist halt oft die Norm so das Hauptschlagargument. Es muss halt möglichst gleich sein, damit es irgendwie die Verpackung passt, damit das Gewicht immer gleich ist, damit das alles fair ist sozusagen. Ne? Alle kriegen das Gleiche. So, das ist bei uns nicht so dringend sozusagen. Manche freuen sich vielleicht über einen kleinen Wirsing, manche wollen gerne einen großen, was auch immer. Ich habe es immer als eine sehr positive Meinung gegenüber samenfesten Sorten wahrgenommen. Viele sind erfreut über den guten Geschmack des Gemüses und das führe ich auch schon auf die samenfesten Sorten zurück. Je nach Art der Pflanze ist Hybridzucht extrem aufwendig. Also das kann nicht einfach jeder bei sich auf dem Acker machen, sondern da brauchst du sehr viel Vorwissen, Fachwissen und da brauchst du auch andere Technik zum Teil. Und sehr viel auch oft einfach finanziell langen Atem oder erstmal finanzielle Ausstattung. Und da ist die samenfeste Vermehrung und Züchtung erstmal einfacher zu bewerkstelligen und damit was, worauf mehr Leute Zugriff haben, was mehr Leute machen können. Das Besondere an samenfesten Sorten ist ja eben, dass man das Saatgut wiederverwenden kann, dass man die Kulturen vermehren kann selber. Das Saatgut ist fruchtbar. Oft sind die Sorten weniger ertragreich, sie sind nicht so homogen. Dafür sind sie oft nach Geschmack gezüchtet und brauchen ein bisschen länger, aber sind auch widerstandsfähiger, sind oft vor Ort gezüchtet worden und sind dadurch das komplette Gegenteil zu dem Hybrid-Saatgut, was sonst auf dem Markt ist, was immer der Norm entspricht. Gleichzeitig ist es so, dass viele von den Hybriden, die in den letzten 50 Jahren gezüchtet wurden, sehr stark auf Leistungsfähigkeit, einfach auf hohen Ertrag gezüchtet sind und da andere Sachen wesentlich in den Hintergrund gerückt sind. Inhaltsstoffe zum Beispiel, also da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass einfach ja, die Früchte vielleicht größer und schwerer geworden sind, haltbarer, aber wichtige Inhaltsstoffe, die der Mensch braucht zum Beispiel, gar nicht mehr so viel drin sind dafür. Und da ist der Rückgriff dann auf samenfeste Sorten oft vielleicht eine Möglichkeit, wieder an Pflanzen zu kommen, die diese Inhaltsstoffe beinhalten. Also für mich ist irgendwie klar, also ich möchte im besten Fall meinen Saatgut selber machen können und mache mich damit unabhängig von großen Konzernen und kann Sorten schaffen, die ja vor Ort einfach resistent sind und hier überleben.
bin total begeistert von samenfesten Sorten. Für mich ist das, also ich kenne das aus der Ausbildung und für mich ist ganz klar, es geht nur mit samenfesten Sorten eigentlich weiter. Und wenn der Hals halt mal ein bisschen krumm ist oder ein bisschen andere Farbe, so what, also. Ich denke, man hat da vielleicht ein demokratischeres Handwerkszeug, um Züchtung vielfältig und auch geografisch breit quasi gefächert zu betreiben und dadurch vielleicht mehr Anpassung zu erreichen. Ja, also, wie ich dir schon gesagt habe, es wird dieses Jahr nicht viel. Es ist relativ dramatisch. Wir haben da massiven Kohlfliegenbefall drin gehabt und da kann man dann nichts machen mehr. Und die haben die Pflanzen einfach von innen quasi zerstört und die meisten Pflanzen haben noch, sieht man hier, Schoten angesetzt, aber da ist einfach nichts mehr, irgendwie kein Saft mehr reingeflossen und keine Kraft und deswegen dann auch kein Saatgut von zu gewinnen. Und nachdem wir den Bestand so schön haben blühen sehen eigentlich, hätte man da was anderes erwarten können. Also Blumenkohl allgemein ist sehr schwer zu vermehren, das ist, da haben auch erfolgreiche Vermehrer und Züchter immer wieder Misserfolge und da kann es auch echt mal sein, dass dann bei einer Zucht irgendwie eine ganze Linie verloren geht, aber man muss da schon alle paar Jahre eine gute Ernte haben, sonst wird es einfach weniger, immer weniger. Das war der von vorhin, das sieht auch noch zwei schönen, so sollten die eigentlich aussehen, ne? Wirklich. Das ist sogar von der Größe auch, also könnten noch ein Ticken größer sein vielleicht, aber hier sieht man, die sind schön rund, die rollen, die haben eine schöne Farbe. Davon ein paar mehr, das wäre schön. Ich denke, es ist total wichtig, dass wir in Zukunft immer mehr auf samenfesten Anbau bauen und auch alte Sorten eben erhalten und sehe da gerade auch die solidarischen Landwirtschaften so nicht in der Verantwortung, aber da ist halt am meisten Raum da, um das zu ermöglichen, um so vielfältig und kleinteilig auch zu bleiben. Und ich fände es von daher total spannend, dass A, die Menschen oder die Betriebe selber anfangen, halt ihr Saatgut selber zu machen und standortangepasste oder betriebseigene Sorten zu züchten oder zu vermehren. Und da ist halt der Veinflut irgendwie ein guter Anfang. Und durch kleinteiligen Anbau, eben mit den samenfesten Sorten, auch die Natur wieder so ein bisschen heilen vielleicht und eine Biodiversität erzeugen können, Nahrung für die Insekten, eben so Mischkulturen, gemischter Anbau mit Blumen dazwischen, was auch immer. Und einfach wieder so ein bisschen das Gleichgewicht wiederherstellen. Und das sehe ich mehr in den samenfesten Sorten als in der großen Landwirtschaft mit nur einzelnen Sorten, die meistens sehr Hybridsaatgut sind, die nicht dazu da sind, dass sie sich selber vermehren können und nahrhafte Blumen haben. Ja, es wäre sehr schade, wenn immer mehr Sorten verloren gehen. Und dadurch ist es, oder dafür ist es halt sehr wichtig, dass viele Menschen, viele Betriebe die Sorten weiter anbauen, dass es viel Saatgut da bleibt, vorhanden bleibt, dass sie vielleicht sogar noch verfeinert werden oder weiter gezüchtet werden. Aber dass ja, das Saatgut einfach nicht verschwindet und weiter angebaut wird. Und immer wie, also eine Pflanze macht ja hunderte von Samen. Also ein unfassbarer Reichtum eigentlich. Das heißt, ein paar Pflanzen reichen manchmal schon. Und wenn das viele Betriebe machen, wäre das ganz schön cool. Aber die tatsächliche Vermehrung von vielen
bäuerlich geprägten Betrieben, dass das dezentral stattfindet, dass an vielen Orten weiter vermehrt wird und auch weiter selektiert wird, auch geschaut wird, wie Sorten sich anpassen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Wert für die Resilienz auch der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Also ich bin total froh, dass es auch möglich war, hier Vermehrung zu machen. Saatgut war jetzt nie ein praktischer Schwerpunkt ja in der Gartenkorb. Wir haben immer darauf gesetzt, halt samenfeste Sorten zu machen, auch die richtigen Strukturen zu unterstützen, indem wir mit denen zusammenarbeiten und auch dazu beizutragen, dass das überhaupt denkbar, möglich, machbar ist, nicht auf Saatgut aus industrielleren Zusammenhängen zurückzugreifen. Und da, glaube ich, können die Menschen hier sehr stolz sein, dass das jetzt schon seit 10 Jahren klappt, dass hier tatsächlich ausschließlich auf samenfeste Sorten gesetzt wird. Ja, was ich mir für die Zukunft wünsche, ist eine kleinteilige Landwirtschaft, die bunt und vielfältig ist, die vielfältig ist von Farben, von Kulturen, Gemüsekulturen, wo Natur wieder mehr Einzug erhalten kann, Insekten, Tiere, dass wir uns loslösen von diesen hektarweisen großen Äckern, wo riesige Maschinen sind, dass wir viel, viel mehr wieder an den Boden kommen, an die Pflanzen kommen, mit der Hand dabei sind. Kleinbäuerliche Landwirtschaft funktioniert eigentlich mit samenfesten Sorten. Und wenn wir auch in Europa vielleicht wieder ein bisschen eine Agrarwende hinkriegen wollen, dann brauchen wir samenfeste Sorten. Also für nächstes Jahr hoffe ich, dass ich eine gute Ernte beim Rainfleet mache, Saatgut. Je nachdem, wie viel es ist, wird dann entweder noch vermehrt an Solavis, soll dann schon abgegeben werden, einfach damit die Nachfrage daran auch bleibt, damit man da vielleicht auch schon Erkenntnisse kriegt. Vielleicht gibt es Leute, ah ja, der ist super, vielleicht sagen andere, ja, für uns doch nicht so, dass man da auch einschätzen kann, inwieweit wird der interessant. Und dann aber, wenn da genug Korn ist, dann soll der auch einfach vermehrt werden und wirklich, dass man ihn dann als Sorte vielleicht wieder anmelden kann und anbieten kann einfach. Das ist eigentlich die Zukunft, dass er einfach wieder genutzt wird und dass die Leute dann im Frühjahr in den Geschmack, weil er schmeckt sehr gut, von diesem Blumenkohl kommen. Heute ernten wir ein bisschen Rainfleet-Saatgut. Schauen wir mal, wie viel es gibt. Dieses Jahr kann man einfach von 30 Pflanzen oder was Saatgut nehmen. Das reift immer so ein bisschen nach und nach ab, deswegen muss man regelmäßig durchgehen. Manchmal kann man ganze so Äste abschneiden, manchmal nimmt man wirklich nur 1-2 Schoten. Ja, das ist ein ganz schönes Exemplar, zumindest das ist einfach ein bisschen später dran und man sieht noch, wie dick die Schoten eigentlich werden können. So sollten die eigentlich alle aussehen. Wenn sie trocknen, werden sie wieder ein bisschen kleiner, aber die sind einfach, da sieht man die einzelnen Körner drinne, die sind ganz gut gefüllt. Und so sollten alle Pflanzen aussehen, dann wäre ich ganz glücklich. Ja, die gehen jetzt auch eben von alleine schon auf. Muss man auch beim Ernten ganz vorsichtig sein, dass sie nicht schon rausfallen. Aber das sieht besser aus als letztes Jahr hier. Schön, dass wir bis jetzt gewartet haben, weil heute ist wirklich der erste Tag, wo man so richtig durchernten kann in manchen Pflanzen. Hier richtig viel Schoten. Man sieht im Frühjahr die schönen Köpfe, darf sie aber nicht ernten. Da muss wenigstens am Ende ein bisschen was bei rumkommen. Nee, wenn das so geht wie dieses Jahr, dann macht das Spaß, ja.
Ja, jetzt, so wird er gedroschen jetzt, der Blumenkohl. So. So. Hier, guck mal. Da sieht man schon das Saatgut. Relativ schön. Noch so ein bisschen hier kommen die rausgerollt. Aber das sind schöne Körner. Sind die schön dick und gleichmäßig rund. Ja, aber das sind schon ein paar Korn. 500? Sowas. Es ist also möglich, auch sowas auf einem kleinen Betrieb alles selber. Viel von seinem Saatgut, wenn man die Zeit hat dafür und Energie und den Raum, ohne große Maschinen sein eigenes Saatgut zu produzieren bei vielen Sachen. Ein bisschen Know-how gehört vielleicht dazu, aber das kommt auch über die Zeit. Auch erst die dritte Saison Blumenkohlvermehrung bei mir. Man lernt schnell. Vorsicht, ganz heiß, Vorsicht, Vorsicht. Mama, ich hab da auch gemacht. Die Polenta? Das ist ein Zimt. Zimt? Mhm.